Hallöchen, meine Damen und Herren. Welche ist eigentlich die richtige Maushens für dich? Lieber vorbereitet ins Messer rennen, ohne es abwehren können, als ins Messer rennen, ohne es zu sehen. Ich habe die ganze Show in 4 Unterpunkte aufgeteilt. Und zwar erstens, was ist Maushens? Zweitens, welche passt gut zu mir? Drittens, wie finde ich die perfekte für mich? Und viertens, wie stelle ich sie ein? Die Maushens beschreibt die Empfindlichkeit, mit der ich mein Fadenkreuz über die Map bewegen kann. Oder auch extrem vereinfacht ausgedrückt, die Mausempfindlichkeit. Das denn? Punkt Nummer 1 abgehakt, Punkt Nummer 2, welche Maushens ist richtig für mich? Das klingt jetzt kurz komisch, weil wir wollen sie ja später noch finden, die richtige, aber es gibt einen entscheidenden Fakt, der ziemlich genau beschreibt, ob du eher ein Low- oder High-Sense-Spieler sein wirst, und zwar, wie viel Platz du auf deinem Schreibtisch hast. Denn wenn du einen ganz kurzen hast, und ja, früher hatte ich auch so einen kleinen Schreibtisch, da musst du sehr platzsparend spielen. Früher habe ich tatsächlich so gespielt, dass ich nur mein Handgelenk benutzt habe zum Aim. Zap, 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 zap. Dann kannst du natürlich keine Low-Sense spielen, wo du 30 cm Mauspad hast. Du musst dann einfach eine etwas höhere Sense spielen, sonst kommst du schlicht und ergreifend nicht mit dem Platz zurecht. Wenn du aber die Möglichkeit hast, weit ausschwingen zu können, könntest du möglicherweise eben auch Ultra-Low-Settings spielen. Punkt Nummer 2 abgehakt, kommen wir zum dritten Punkt. Wie finde ich die perfekte Maushens für mich? Dieses Video ist hauptsächlich an Anfänger gerichtet, denn wenn man bereits jahrelang mit Counter-Strike zu tun hatte, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass man seine Maushens umstellt. Denn man hat eine gewisse Muscle-Memory, die eben einfach eingespeichert ist. Also du kannst dann nicht ständig was verändern, weil dann machst du denselben Flick. Mach mal kurz ein Beispiel. Oh Gott. Dann machst du denselben Flick und aimst auf eine andere Map. Wenn ihr bereits eingespielt seid, dann dödelt nicht großartig an der Sense rum. Wenn ihr zwischendurch mal glaubt, ach komisch, ich treffe heute irgendwie nicht so gut, woran liegt's? Wahrscheinlich nicht an der Sense. Wenn ihr grundsätzlich über Jahre immer wieder over- oder under-aimt, dann kann man da was machen. Aber naja, kommen wir zurück zum Thema. Bei der Maus-Sense ist das A und O, dass es sich gut für euch anfühlt. Ihr sollt nicht gegen die Maus-Sense kämpfen müssen und immer wieder so irgendwie die Maus komisch halten müssen. Nein, es muss sich einfach clean für euch anfühlen. Als wenn das Fadenkreuz über eurer Hand direkt mit eurem Hirn verbunden wäre. Die Maus-Sense oder schlussendlich die E-DPI setzt sich aus zwei Werten zusammen. Erstens der DPI eurer Maus. Ich habe bei meiner Maus 800 DPI eingestellt über die Software. Falls ihr sowas nicht habt oder nicht wisst, wie viel DPI eure Maus hat, könnt ihr einfach googeln und dann findet man das recht flott heraus. Die meisten Mäuse sind, auch wenn man sie umstellen kann, meistens so auf 800 DPI eingestellt. Ihr müsst halt herausfinden, was ihr gerade eingestellt habt. Dann habt ihr schon mal die 800 im Kopf, geht dann in Counter-Strike rein und seht hier eure Maus-Sensitivity. Und diesen Wert multipliziert man dann einfach mit den Maus-DPI, also 800 in meinem Fall. Dafür gibt es diverse Rechner. Ich benutze jetzt mal den eDPI-Calculator. 801,13. So, meine eDPI liegt bei 903,99999. Um deine perfekte Maus-Sense zu finden, stellst du jetzt einfach irgendeinen Wert ein. Zum Beispiel fängst du ganz oben an. Das ist, wie gesagt, relevant, wie viel Platz du hast. Aber man könnte jetzt hier in meinem Fall einfach auch sagen, ich stelle jetzt hier 2 ein. So, guck mal, ich mache es einfach 2 glatt. Diese Einstellung ist für mich natürlich viel zu hoch, wenn ich einen Flick machen möchte. Ich wollte auf den zielen. Schieße ich bei weitem vorbei. Das ist eine Übung, die ihr machen könnt, dass ihr auf Dinge, auch auf irgendeiner Map, es müssen keine Gegner sein, dass ihr euch irgendwas in der Map aussucht und versucht, da drauf zu flicken. Und von dort dann woanders auf ein anderes Ziel. Ihr könnt aber auch eine Bewegung machen, indem ihr euch irgendeinen Punkt in der Map aussucht. Ich nehme jetzt den Kopf von dem Knilch, ich laufe nach rechts und ich versuche, den Kopf in der Mitte des Fadenkreuzes zu behalten. Und mit hoher Wahrscheinlichkeit werde ich nach links weg aimen, weil ich ja jetzt auf einer viel zu hohen Sense stehe. Und ja, natürlich kann ich versuchen, das irgendwie. Und wenn ihr das lang genug übt, könnt ihr euch natürlich an so gut wie jede Sense irgendwie gewöhnen. Aber natürlich ist es also bei weitem nicht optimal für mich. Es verlangt mir viel zu viel Konzentration, aber ich rutsche mein fettiges Mauspad. Und das ist übrigens auch ein Nachteil von einer hohen Sensitivität, denn ihr habt einfach viel zu viel Rauschen mit drin. Also ihr bewegt die Maus ein Müh in die falsche Richtung oder halt einfach zu weit und schon habt ihr Zuckelei drin. Wenn ihr die Sense aber runterstellt, könnt ihr viel konstanter spielen, weil so ein kleiner Ruckler an der Maus dann nicht mehr so viel ausmacht wie bei einer hohen Sense. Ihr seid also overall konstanter. Das ist natürlich für euer Gaming-Feeling über die Zeit angenehmer, ist besser. Ja, man kann auch mit einer hohen Sense konstanter sein, aber es ist eben anstrengender. Ich bin jetzt unter meiner normalen Sense, ich habe genau auf 1 gestellt. Das ist zwar nicht arg weit weg von 1,13, aber ich merke trotzdem, wenn ich laufe, also jetzt um dasselbe Beispiel wie vorhin zu machen, wenn ich in diese Richtung laufe, dann überaim ich nicht in die Richtung, sondern ich ziehe hinter dem, man sieht es direkt von Anfang an, ich ziehe hinter dem Kopf her. Ich bin auf der rechten Seite, nicht links. Links wäre Overaim, zu hohe Sense, rechts zu niedrige, also wenn ich nach rechts laufe. Mit diesen beiden Übungen, also ein stehendes Ziel so versuchen im Fadenkreuz zu behalten und diverse Ecken oder markante Punkte in der Map, ich gehe mal auf eine gescheite Map. So, mit diesen Übungen irgendwas im Fadenkreuz zu behalten,
während ihr lauft oder auf markante Dinge zu zielen, könnt ihr sukzessive herausfinden, welches Sense sich für euch gut anfühlt. Ihr könnt auch Deathmatch oder andere Spielmodi testen, aber eine Sache ist noch ganz wichtig zu sagen. Counter-Strike ist kein Spiel wie zum Beispiel COD oder Valorant oder ähnliches, wo ihr 360 Grad rumjallern müsst. Denn ihr wollt ja natürlich im Endeffekt im normalen Modus dominieren, also in 5 gegen 5 Premiere oder eben E-Sport, Face It, wie auch immer. Und bei Counter-Strike ist es nun mal so, dass ihr eher in der Bildschirmmitte fightet und nicht zwingend diese riesigen Flicks habt, im Normalfall. Counter-Strike ist, was das angeht, ein ziemlich langsames Spiel. Ihr beobachtet einen gewissen Bereich und euer Fadenkreuz muss nicht arg viel weiter als so gehen. Das ist selbst mit meiner Low Sense so eine Bewegung und mehr nicht. Und ihr habt so einen großen prozentualen Anteil, vor allem wenn ihr Rifles spielt oder halt Pistols und SMGs, diese Bewegung. Na, wenn hier mal einer steht, okay, gut, wah, wah, aber so overall habt ihr eben nicht dieses Aha, hui, war das für ein Geräusch? Sondern ihr habt ziemlich straighte und kleine Bereiche der Map, die ihr eben begutachten müsst. Flicken muss man mitunter auch, aber das macht man dann mit der AWP. Und auch da ist natürlich der Flick-Radius nicht so insane riesig. Man könnte sagen, wenn ihr der Main-Scouter-AWPler bei euch seid, könnte man sich theoretisch ja auch wieder ein bisschen mehr Maus-Sense geben. Also eine etwas höhere, meine ich damit. Macht auf jeden Fall nicht das hier. Das kann ich nicht empfehlen. Dass ihr da einen Multiplikator reinhaut für die Zoom-Geschichte, das fühlt sich dann komplett off an. Man könnte da sagen, ja, gut, wer viel snipe, der braucht dann vielleicht eine etwas höhere. Aber sobald ihr euch mit eurer Maus-Sense wohlfühlt, könnt ihr auch mit der AWP und mit Scope-Waffen halt einfach mit derselben Sense spielen. Also nochmal kurz zusammengefasst, ihr macht diverse Aim-Übungen und schaut, wie es sich für euch anfühlt. Wenn ihr aus dem Stand auf irgendwelche Sachen flickt und ich möchte jetzt hier drauf flicken und ich flicke so, obwohl ich hier hinzielen möchte und das passiert mir andauernd, dann ist meine Maus-Sense wahrscheinlich für den Moment einfach halt zu hoch. Dann regle ich die ein bisschen runter und gucke, ob es besser klappt. Und wenn ihr under-aimt, also zu wenig, sondern nur so, bop, 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 dann ist sie wahrscheinlich zu langsam. Und wenn ihr dann ungefähr einen Mittelpunkt gefunden habt zwischen diesen beiden Extremen, dann behaltet ihr die Sense so bei und spielt damit einfach. Und ein Sense-Test, der erfolgt dann nicht über, keine Ahnung, 2 Spiele oder sowas, sondern ich würde dann eine Sense wirklich einen Monat, 2 oder 3 auch beibehalten, um sie wirklich, wirklich testen zu können. Punkt Nummer 4, wie stellt man die ganze Geschichte ein, habe ich jetzt eigentlich schon gezeigt im Laufe des Videos. Maus-Sense einfach herausfinden, damit ihr die auf jeden Fall im Kopf habt und dann schlussendlich nur diesen einen Punkt hier einstellen. Und um auch nochmal diesen Anfängerfehler zu betonen, die meisten Anfänger stellen sich eine viel zu hohe Sense ein und sind dann am Rumzuckeln. Vor allem, wenn ihr dann auch halt aufgeregt seid vielleicht. Also es ist nicht unnormal, dass man so ein bisschen panikt ab und an mal. Also das kann passieren, kann dem krassesten Profi passieren. Bei einer möglichen Panikung hilft euch natürlich eine geringere Sense. Denn dann fällt das Paniken nicht so stark aus. Das wäre es dann wieder von meiner Seite aus gewesen. Wir machen natürlich jetzt noch ein Giveaway ready. Beim letzten Mal gab es ja diese SG-553 Darkwing zu gewinnen. Man musste in seinem Kommentar hinzufügen, ob man eine Operation schon mal gespielt hat oder noch nicht. Also ob die nächste Operation, die dann hoffentlich dieses Jahr kommt, die allererste sein wird. Ich habe bereits wieder alles eingestellt, die Rechnung auch schon gemacht. Vielen lieben Dank, meine Damen und Herren, für 70 Kommentare, ihr Gönner. Im Moment sind es wirklich viele, viele neue Leute da. Ich freue mich. Willkommen an alle. Ich freue mich sehr, dass YouTube mich gerade so ein bisschen weiterreicht und mitunter scheinbar auch empfiehlt. Schön, dass ihr da seid, Hallöchen. Ich hoffe, ihr habt bis jetzt hier eine gute Zeit gehabt bei den Babblern und wart vielleicht auch schon mal im Livestream und habt möglicherweise schon mit mir gespielt. Hab seit Tagen keine Aim Reaper Souls. Das ist leider tatsächlich seit langem mal wieder jemand, der die Codephrase nicht mitbekommen hat, also somit halt nicht gewonnen hat. Ich ziehe dann einfach den nächsten. Der nächste. Ah, okay, ich muss dann nochmal auf Start drücken, alles klar. Ich hoffe, dass er jetzt rausgenommen ist und nicht einfach schon wieder da steht. Hab auch schon einige Operations gespielt. Wie du freue ich mich auch sehr auf die Bot-Mission. Land! Geile Meile, Alter. Ja, ich freue mich auch. Ich freue mich ultra auf die Bot-Mission. Ich hoffe, dass sie das auch so machen, wie es angekündigt war, dass es einen Modus geben wird, der feste in CS2 drin ist, in dem man dann die Bot wählen und so weiter und so fort. Aber egal, Land, du hast somit das Giveaway gewonnen. Schreib mir bitte unter diesem Video hier, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast und füge bitte deiner Kanalbeschreibung deinen Trade-Link hinzu. Vielen Dank und viel Spaß mit dem Skin. Und natürlich hauen wir noch einen neuen Skin raus. Es gibt die StatTrak MAC-10 Allure für einen von euch. Ihr schreibt einfach Folgendes in euren Kommentar hinzu und zwar, habt ihr schon mal im Stream mit mir zusammen gezockt. Also egal ob Counter-Strike oder sonst was, wart ihr schon mal mit dabei und habt mit mir gemeinsam reingeballert. Haut's in die Kommentare, wir lesen uns dort. Es freut mich sehr, dass euch meine Videos und meine Wenigkeit so gut gefallen, dass ihr da rein kommentiert. Ich weiß, in der heutigen Zeit sind die meisten eher so schreibfaul, um es lieb auszudrücken. Und wenn man dann trotzdem halt so viele Kommentare mit und auch so viele
schöne, lang ausgeschriebene Kommentare lesen darf. Wie zum Beispiel der Kommentar von Drunken Fry, in dem unter anderem stand, ich glaube, dass es kaum jemanden gibt, der noch nie gecheatet hat, also in einem Singleplayer-Spiel, sei es in einem schlechten Point-and-Click-Adventure eine Komplettlösung zur Rate zu ziehen oder wie ich es auch tat, im ersten GTA auf der PlayStation 1 einen Unsterblichkeits-Cheat zu nutzen, um alle Möglichkeiten mal auszuprobieren. Ist dann für mich natürlich ein doppelt und dreifacher Genuss, die Kommentare zu lesen und eben zu kommentieren. Joch, dann wären wir somit wieder durch. Wir sehen uns dann im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Ich bin dreimal die Woche live, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr rankommen, Viewergames in jedem Stream, also mit mir zusammen zocken, mit anderen, mit den anderen Bubblern zusammen zocken und natürlich fette Giveaways. Also rumkommen. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Instagram-Messe.